Ja, der Herbst kommt mit großen Schritten. Laub liegt auf den Straßen, es regnet, es ist nass, es ist kalt. Und ich habe jetzt für Herbst und Winter meine E-Bike-Reifen. Ja, hallo Freunde, heute lüfte ich mal das Geheimnis zu meinen neuen Reifen, die ich mir auf meinem Prophet der Entdecker drauf gemacht habe. Und das sind die hier die Schwalbe Marathon Plus Tour Premium Reifen. Vorne sowie hinten. Und habe es jetzt erstmal mit 2,5 Bar befüllt, fahre jetzt mal eine ganz kurze Strecke nur zur Tankstelle und werde da nochmal dann die Luft nachfüllen bis auf 3,5 oder 4 Bar, mal schauen und dann mal meine erste Probefahrt machen. Ich habe jetzt auch übrigens bei diesen Reifen, habe ich mir jetzt auch besondere Schläuche zugelegt, also keine normalen Schwalbeschläuche, sondern Schläuche, die eine andere Gummimischung haben und die auch deutlich länger die Luft halten sollen. Blende ich euch natürlich hier ins Video mit ein, damit ihr wisst, wovon ich rede. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja, jetzt auf den ersten Metern hier auf Asphalt und jetzt auch mit 3,5 Bar. Traumhaft. So, jetzt kommt der nächste Test. Leichter Schotter, grober Schotter, Waldweg. Und ja, hier auf den ersten Metern macht sich der Marathon Plus Tour oder Tour Plus richtig, richtig gut. Und ist auch ein ganz anderes Fahrgefühl zu meinem vorherigen Reifen. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Wasser und Matsch. Und ist auch ein ganz anderes Fahrgefühl, jetzt hier über diesen Untergrund zu fahren mit diesen Reifen, als mit den Reifen von Continentale, die ich hatte. Die Continentale City Bereifung. Ja, die hatte auch, wie gesagt, ja ganz anderes Profil und das merke ich hier deutlich. Das merke ich hier deutlich, dass hier durch das Mehrprofil auch deutlich mehr Grip ist. Ja, ein schönes Dahingleiten und ich merke auch gerade so, wenn ich schnell mal in die Kurven fahre, ja, der Reifen bietet viel mehr Stabilität. Das ist auf jeden Fall deutlich festzustellen. Ja, wichtig an dieser Stelle wäre auch nochmal zu erwähnen, dass ich hier weder gesponsert werde oder in sonstiger Form irgendwie unterstützt werde. Das Produkt habe ich mir selber gekauft aus eigener Tasche und teste es und gebe hier nur meinen Erfahrungsbericht wieder zu diesem Produkt. Ja, auch hier jetzt im Sand, tipptopp. Hier, grober Schotter, sehr gut. Ja, hier aus dem Asphalt. Tipptopp, flüsterleise, hört man überhaupt nicht. Auch hier über die Kopfsteinpflaster. Sehr gut. Hier wieder leichter Schotter. Auch sehr gut. Ja, und jetzt wird es leicht windig. Und ich hoffe, ihr könnt mich noch einigermaßen verstehen. Nach wie vor, ich bin am Schwärmen über diese richtig, richtig guten Reifen. Ja, hallo und willkommen zurück. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt alles Mögliche getestet, von Asphalt über leichter Schotter, über grober Schotter, über Waldweg, bis hin zum sandigen Untergrund. Und ja, ich muss sagen, die Reifen sind top. Ne, die sind richtig, richtig top, die greifen schön. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen gegenüber den Continentalen, die ich damals neu drauf hatte, die quietschten. Die quietschten circa, ich sag mal, ein, zwei Tage, 3 Tage lang. Und die hier überhaupt nicht. Und ja, nee, machen top, absolut top Eindruck. Und ich habe auch keine Angst mehr, wenn ich jetzt irgendwo leichte Kle oder kleine Glasscherben sehe, weil ich weiß, da habe ich einen dicken, fetten Pannenschutz drauf. Da fahre ich drüber. Bei den Conti kann sein, dass die auch einen Pannenschutz haben, bin ich mir jetzt unsicher. Aber da war ich doch immer so sehr, sehr vorsichtig. Ich habe das irgendwie umfahren und hier, ne, eben auch ein paar Glasscherben gesehen. Zack, drüber gefahren. Interessiert mich nicht mit den Reifen. Und ja, ich bin total happy. Ich bin richtig, richtig happy. Ja, die haben eine Ecke gekostet, aber das auch zu Recht. Und fahren sich 1A. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie die sich jetzt auch im Herbst geben. Bei nassem Untergrund und ja, vielleicht auch, wenn es schneit. Mal schauen. Werde ich alles mal testen.
Und ja, ich bin total happy und zufrieden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer oder Tipps und Tricks mit E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.